Hey Leute und willkommen zurück bei Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, in der letzten Folge war ich so ein wenig ratlos, was jetzt zu tun ist. Aber zum Glück sind einige Tage verstrichen. Ich habe in der Zwischenzeit die anderen Folgen natürlich geschnitten und gerendert. Und da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar haben wir ja diesen Zettel, diese Wertpapiere, wo CPR drauf stand. Und wir sollen herausfinden, was es mit dem Neeligan auf sich hat. Und in seinen Sachen, die wir in der Asservatenkammer gesehen haben, hatten wir ja ein Notizbuch. Und dort stand auch CPR drin. Deshalb werden wir uns da jetzt nochmal umschauen. Und ab jetzt werde ich übrigens die Ladesequenzen rausschneiden. Einfach, weil es sich, ja, anbietet. Und es ist sowieso ein bisschen... Sag mir nicht, ich komme da nicht rein. Doch, okay, ich wollte schon sagen... Ja, wie gesagt, Ladezeiten werde ich ab jetzt rausschneiden. Ist, denke ich mal, für euch dann ein wenig angenehmer. These are the suspect's belongings. Okay, und das hier ist das Notizbuch. I wonder if these are connected. So, da haben wir es nämlich. CPR. Now we have the proof that Neeligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Okay, ich denke, damit haben wir jetzt auch den entscheidenden Hinweis. Möchte ich doch hoffen, fehlende Wertpapiere und der Einbruchversuch, Einbruchsversuch. Und was haben wir jetzt Neues? Notizbuch holen, der Einbruchsversuch, die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Suche nach Wertpapieren. Neeligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Careys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. Ja, ich denke, das hier ist zutreffend. Okay. Und ich denke, jetzt können wir ihn auch noch mal darauf ansprechen. Oh, haben wir noch was? Fehlende Wertpapiere und fehlende Blechkiste? Ah, ach so, und jetzt haben wir hier direkt das nächste. Okay. Gestohlene Wertpapiere. In der gestohlenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Jawohl. Lösen Sie den Fall, indem Sie den oder die Schuldigen benennen und sein oder ihr... Schicksal, whatever. Ich schaue mir erstmal das hier an. Neeligans Motiv. Möglicherweise wurde John Neeligan, er heißt übrigens Neeligan, nicht Neeligan, wie ich immer sage, dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, der schwarze Peter zu sein. Neeligans Unschuld. John Neeligan ist ein Opfer der Umstände. Er entspricht weder vom Äußeren noch vom Psychologischen her dem Profil des Mörders. Ja, natürlich. Er ist unschuldig, gehe ich stark von aus. So. Kanes ist der Täter. Oder Kanes ist der Täter. Peter Carey wurde von Patrick Kanes ermordet. Kanes ist Harpunier. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Keine Gnade für Kanes. Patrick Kanes ist ein kaltblütiger Mörder. Er hat Peter Carey ermordet und muss dafür mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Oh, Gnade für Kanes. Patrick Kanes hat Peter Carey getötet, aber es war kein vorsätzlicher Mord. Er handelte in Notwehr und gegen einen bewaffneten und betrunkenen, aggressiven Seemann. Oha. Jetzt können wir also... jetzt können wir uns also entscheiden. Okay, bevor ich das mache... würde ich aber ganz gerne, einfach nur Interesse halber, wissen, ob der Neeligan noch was zu sagen hat. Das interessiert mich jetzt einfach. Er ist gar nicht hier. Er ist hier, ne? Please escort this suspect for interrogation. Ich meine, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Errungenschaft oder so, wenn man tatsächlich alle Hinweise, Indizien und so findet. Tell me, Mr. Neeligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Okay. Wertpapierfetzen. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them. And at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well,
I will see you soon, young man. Okay, ich denke, damit ist die Sache klar. Was ich mich jetzt nur frage, mit der ganzen Härte des Gesetzes bedeutet was? Also ich meine, keine Gnade, Gnade, ja. Oh, das ist jetzt schwierig, das ist echt schwierig. Kaltblütiger Mörder, ja schon, er hat Peter Carey ermordet und muss dafür mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Was ist in dem Fall die ganze Härte des Gesetzes? Das wüsste ich gerne. Das ist doch nicht der Tod, oder? Ich weiß nicht, gab es zu der Zeit in England die Todesstrafe? Ich weiß es gerade nicht. Gnade, ja, hat ihn getötet, aber es war kein vorsätzlicher Mord, er handelte in Notwehr. Ah, Leute, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin gnädig. Einfach, weil ich nicht weiß, was die ganze Härte des Gesetzes sein soll. Deshalb bin ich mal gnädig. Ich meine, klar, der Peter Carey, er war ja auch bewaffnet, betrunken und aggressiv. Ja, ich bin gnädig. Moralische Entscheidung bestätigen, ja. Am nächsten Tag. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with the ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No. My name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah, I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth? What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Einige Zeit später. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favorite. Einige Zeit später. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me, this is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes, and thank you. A thousand times, thank you. Oh,
Okay, der schwarze Peter. Peter Carey wurde von Patrick Kanes ermordet, einem Harpunier und damit der Einzige, der solch einen genauen und kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Er hat jedoch in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen, aggressiven Seemann gehandelt. Sie haben entschieden, Gnade walten zu lassen. Gefundene Hinweise 16. Schlussfolgerung, Kanes ist der Täter. Entscheidung, Gnade für Kanes. Halten, um Entscheidung zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr. Anderes Ende wählen. Entscheidung bestätigen. Halten, um Entscheidungen zu überprüfen. Ah, 16 von 16 und er ist tatsächlich der Täter. Ach so, das ist ja cool. Witzig, ich habe alles gefunden. Ja, super. Ich werde jetzt gleich die Entscheidung bestätigen, je nachdem, was dann kommt. Ich weiß ja nicht, ob es direkt zum nächsten Fall übergeht. Die Folge werde ich trotzdem an dieser Stelle beenden, auch wenn sie ein bisschen kürzer jetzt wahrscheinlich ist und nicht so unbedingt den 20 Minuten entspricht, was aber einfach daran liegt, dass es total doof wäre, jetzt die nächsten 5 Minuten vom nächsten Fall mit reinzunehmen. Ja, gut, nee, was ich noch sagen wollte, also der Fall war auf jeden Fall richtig cool und was ich aber jetzt nicht gedacht hätte, dass er ihn tatsächlich komplett laufen lässt, keine Gnade und Gnade walten lassen. Ich dachte jetzt, dann bekommt er irgendwie nur die Mindeststrafe oder so. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass Holmes ihn tatsächlich laufen lässt. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich das so gut finden soll. Klar, es war Notwehr, aber trotzdem. Ich weiß nicht, also da hätte man, finde ich, bei den Entscheidungen schon hinschreiben können, in Klammern, bedeutet Freiheit für den Mörder. Ihr wisst, was ich meine. Gut, ich bestätige jetzt die Entscheidung. Wir schauen, was dann kommt. Vielleicht kommt direkt die nächste Folge, der nächste Fall. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Naja, bis dahin. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für diesen Fall, was, gelöscht? Mit Nein können Sie eine andere, ach so, nee, ja. Okay, gut, gut. Der schwarze Peter, ihre Einstufung. Persönlichkeitseinstufung verständnisvoll. Fallstatistik. Spieler mit derselben Lösung. 77. Mit derselben moralischen 63. Okay. Interessant.